Im Sudan ist es in der Hauptstadt Khartoum zu schweren Luftangriffen und Raketenbeschuss gekommen. Die Luftwaffe der sudanesischen Armee habe dabei laut Medienberichten Ziele im Zentrum und Norden der Stadt beschossen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock forderte zusammen mit ihrem spanischen Amtskollegen Alvarez ein sofortiges Ende der Gewalt. Oberste Priorität hat dabei für uns alle zumindest jetzt eine Feuerpause über die Eid-Feiertage zu erreichen, um Menschen evakuieren zu können. Y con respecto a la evacuación de la colonia española y de otras nacionalidades que nos han pedido ayuda para poder ser evacuados, hemos dicho, por supuesto que sí, lo tenemos todo listo. Hay unos aviones militares del ejército español. An diesem Freitag soll das Zuckerfest zum Ende des Ramadans gefeiert werden. Es gilt als ein wichtiges Familienfest im Islam. Für Eid Mubarak war eigentlich eine Waffenruhe geplant.